talk to me. You ain't with the gang and you can't rock with me. Yeah. We just turned the gang into a colony. We just turned the gang into a colony. We just turned the gang into a colony. You ain't with the gang and you can't rock with me. We just turned the gang into a colony. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir befinden uns jetzt hier mitten auf einer Fähre auf dem Weg zu irgendeiner Insel. Ich weiß nicht genau, welche Insel. Wir sind jetzt gerade nach Edmonds gefahren oder wie das heißt. Das ist hier. Schau da, da sind wir jetzt. Und da unten ist Seattle hier. Jetzt geht's rauf auf eine andere Insel. Ist ganz angenehmes Wetter. Es war heute Morgen ziemlich bewölkt und es hat geregnet. Jetzt ist hier ein bisschen nur noch bewölkt. Ich habe eine Jacke bekommen, weil ich meine Jacke irgendwo vergessen habe. Entweder im Flugzeug oder ich weiß nicht wo. Irgendwo auf jeden Fall. Ich muss dann auch mal Condor nachher anschreiben. Oder den Münchner Flughafen, wo auch immer ich die vergessen habe. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und dann lass mich mal überraschen, was heute noch so passiert. Wir befinden uns jetzt hier in Kids App. Kids App hat so, glaube ich, wird es ausgesprochen, Memorial Park. Das ist ein Park hier. Da hinten ist Wasser. Sieht ganz nett aus hier mit den ganzen Bäumen und so. So ein bisschen war es jetzt auch in Maine. Das erinnert mich tatsächlich ziemlich daran. Ist alles ziemlich geil hier. Wetter ist ein bisschen besser geworden. Habe ich ja vorhin schon gesagt. In meiner Jacke, wie gesagt, da muss ich auch noch gucken. Es tut mir leid, wenn die Vlogs immer noch so ein bisschen durcheinander sind. Also, dass sie nie wirklich, dass da keine wirkliche Ordnung drin entsteht. Weil es einfach, so, wie gesagt, schon so ist, dass ich hier bei Bekannten bin von uns und so. Und das wird sich ändern die letzten zwei Wochen, wenn wir ein bisschen rumfahren, da kommt meine Familie hinterher. Aber hier ist es eben jetzt ein bisschen anders. So, eure Orientierung hier ist Kingston, da waren wir vorhin. Und dann sind wir jetzt da rüber gefahren und da sind wir jetzt, wo der Hauptpunkt ist. Zu Ende. Morgen gehen wir um 9.30 Uhr zum T-Mobile Store mir eine SIM-Card, mir einen Prepaid-Tarif holen, wenn es einen gibt. Ich hoffe, es gibt einen. In Amerika sind die immer relativ teuer im Vergleich zu Deutschland. Danach geht es in die Innenstadt nach Seattle rein. Ich werde da ein bisschen rumgeführt durch den Market. Was wir dann noch machen werden morgen in Seattle, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall der erstmal der Plan für den nächsten Tag. Dienstag oder Mittwoch habe ich dann Volunteer-Work. Ich glaube, Dienstag und Mittwoch. Aber das werde ich euch dann alles noch erzählen und dann übernachte ich noch in Seattle einen Tag lang. Ach, es ist noch relativ viel zu tun, vor allem für mich. Und ich werde euch natürlich mitnehmen bei allem, was ich tue. Oder wie gesagt, zumindest bei der Hälfte von dem, was ich tue und was ich filmen kann. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, obwohl es jetzt nochmal so ein Vlog war mit so ein bisschen weniger Inhalt. Wie gesagt, war noch bei der Insel, war nicht so geiles Wetter. Der Smog ist ein bisschen weggezogen im Laufe des Tages. Das ist das Schöne an Regen. Weil es hier ja in Washington extrem viel Smog gibt durch die ganzen Waldbrände, die im Sommer immer entstehen. Und wenn es dann regnet,
dann geht dieser ganze Smog einfach weg. Vielen Dank, dass ihr wie gesagt zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder auch kritische Kommentare, habe ich auch gerne. Wenn es was zu kritisieren gibt, gibt es bei mir natürlich nicht. Meine Videos sind so overpowered good. Und ein Like da lassen, nicht vergessen. Und ein Abo und weiterempfehlen. Und den ganzen Mist kennt ihr schon alles. Also push den Like-Button. Und wir sehen uns dann morgen wieder in Seattle. Macht's gut, bis dahin. Ciao.